Leute, heute war der Exodus. Heute ist es komplett eskaliert mit Polizei, allem drum und dran und ich habe Anzeige erstattet. Also wir gehen jetzt mal hier auf die Baustelle drauf und ihr seht, ja, hier sieht es ja aus wie immer. Also darüber gibt es jetzt nicht so viel Neues zu berichten. Aber über die Situation, guckt mal, wir haben jetzt hier im Erdgeschoss zahlreiche Steine stehen. Die werden von oben sein. Wir gehen deswegen jetzt auch mal nach oben. Ich muss dazu sagen, mein Vater hat die Anzeige gerade eben bei der Polizei erstellt. Er hat die Polizei heute Morgen benachrichtigt, hat mich benachrichtigt. Nachdem nämlich hier von der Rohbaufirma die Kandidaten angekommen sind, haben den Zaun geöffnet und ihr wisst das ja aus dem letzten Video, da hatte ich das Ganze ja gezeigt, dass wir hingegangen sind und das gesamte Grundstück umzäunt haben, alles drum und dran wegen der Sicherheit. Aber genau wegen auch solcher Situation war mir ja klar, dass hier irgendwann mal sowas in der Richtung passieren wird. Und die Kandidaten haben Hausverbot hier bekommen. Wie gesagt, das werdet ihr nachvollziehen und verstehen können. Juristisch kann ich hier nicht alles klipp und klar so äußern. Das wäre taktisch unklug. Aber sie haben auf jeden Fall Hausverbot. Der Generalunternehmer, wie auch jegliche Firmen, die er beauftragt und besonders halt die Rohbauer-Kandidaten, die ja hier auf der Baustelle das alles verbockt haben, auf Deutsch gesagt, ne? Was hier nun mal passiert ist. Und dementsprechend, wie kann man denn so dreist sein, frage ich, und kommt dann hier hin, weiß um dieses Hausverbot, nehme ich mal an, dass sie darüber Bescheid wissen, kommt hier hin und will hier Material abholen. Ob das denen gehört oder nicht, da bin ich kein Jurist, das mag ich nicht beurteilen. Von mir aus mag das so sein oder auch nicht. Wie gesagt, das weiß ich nicht. Da sagte auch der Anwalt, mit dem mein Vater gerade eben telefoniert hat, denn ich war auf dem Weg und unterwegs hat man ja Funklöcher in diesem Land. Man kennt das ja mittlerweile. Aber nichtsdestotrotz, der sagt dann halt, ja, okay, das ist die Frage, ob das dann halt Diebstahl ist, wenn dieses Material abgeholt wird. Da müsste man mal genauer gucken. Aber was es auf jeden Fall ist, Hausfriedensbruch. Und wie kann man denn so dreist sein und geht hier hin und begeht wirklich Hausfriedensbruch? Also wisst ihr Leute, wenn das Material von den Leuten ist, habe ich kein Problem damit, denen den Schrott mitzugeben. Holt es ab, da habe ich die Bude hier frei. Ganz einfach. Ist in Ordnung, kein Problem. Aber wie dreist muss man denn sein, um das nicht anzumelden bei uns? Nur ein Anruf, eine E-Mail oder sonst was. Kommen Sie bitte vorbei, wir holen die Sachen kurz ab, seien Sie dabei. Falls irgendwas kaputt geht, wisst ihr, um sowas geht es ja auch zum Beispiel. Aber nein, mein Vater fährt hier seine übliche Runde mit dem Fahrrad ganz gemütlich entlang und sieht hier auf einmal, dass hier die Kandidaten stehen und hier einladen. Kannst du dir nicht ausdenken. Du kannst es dir wirklich nicht ausdenken. Ja, hier stehen auf jeden Fall Paletten. Sieht man ja auch hier an den Dingern. Ich dokumentiere das jetzt auch alles wieder ganz, ganz genau. Das wird juristisch und dann vielleicht auch gerichtlich nochmal relevant sein, dass ich solche Videoaufnahmen, Schrägstrich auch Bilder, die ich gleich noch mache, hier habe und das natürlich alles komplett nachweisen kann. Das ist weiter ein weiterer Vermerk, ein Punkt in der langen, langen Akte um dieses komplette Ding. Und wisst ihr Leute, ich habe auf dem Weg hierhin so ein bisschen nachgedacht, habe ein bisschen überlegt und mir Gedanken gemacht, wisst ihr, mit welcher Intention das hier alles gestartet hat, wegen meiner Familie, gesundheitlich und so weiter, gibt es da halt die eine oder andere Thematik. Das habe ich ja schon mal geschildert, warum ich auch Auswandern aktuell nicht in Erwägung ziehen kann. Ich will kein Mitleid, deswegen gehe ich da gar nicht so im Detail drauf ein. Und es halten mich ja für viele bekloppt, dass ich jetzt hingehe und in Deutschland ein Haus baue. Bin ich auch irgendwo in einer Art und Weise, da stehe ich zu, habe ich kein Problem mit. Aber das hat halt seine Gründe unter anderem in dieser familiären Situation und so weiter. Und wie gesagt, ich will kein Mitleid, spart es euch, brauche ich nicht, habe ich keinen Bedarf dran, lasst es einfach. Nur so als nachvollziehbarer Grund vielleicht, sagen wir es einfach mal so. Denn wenn man sich überlegt, worauf das hier alles hinausgelaufen ist, dass ich gesagt habe mit meiner Familie, ich möchte einfach wohnen. Ich möchte in einem Haus wohnen, in dem ich ein schönes Büro habe, wo ich meine Videos für euch drehen kann, wo hier, ne, wo mittlerweile zahlreiches Unkraut und alles Mögliche, die Natur holt sich immer alles wieder, am Wachsen ist. Wo meine Garage sein sollte, das wollte ich sagen, wo ich meine Autovideos drehe, wo ich die eine oder andere Reparatur an meinen Fahrzeugen oder meinem Fahrzeug, Singular, vornehmen möchte. Alles nicht passiert. Und wisst ihr, es ist doch wirklich kein Hexenwerk, ein Haus zu bauen. Das sehe ich bei dutzenden anderen Baustellen hier. Ich bekomme E-Mails von euch zugeschickt mit Videos, mit Bildern, wie es richtig funktioniert, wie es gemacht wird. Aber wenn man solche gefuschte Sachen hier sieht,
Da kann man doch wirklich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Was soll denn so etwas? Da hört doch wirklich der komplette Spaß aus. Der Super-GAU ist das hier. Der Super-GAU ist das, dass hier Tragfähigkeit in Frage steht, sagen wir es mal so. Hier muss eine Lösung gemacht werden und so weiter und so fort. Zurückzukommen auf die jetzige Situation. Das, was ich jetzt hier sehe, wie gesagt, sind dann halt Steine, die wohl von unten, von oben nach unten runtergetragen wurden, sodass man hier, die hätte jetzt gleich eingeladen oder was weiß ich. Ich frage mich auch, wie haben sie die runtergebuckelt? Ja gut, die sind nicht mehr auf Palette. Haben sie dann oben die Palette vielleicht geöffnet? Können wir gleich nochmal gucken gehen, ob da diese gelbe Folie von Yutong, von Xella noch liegt. Was will man damit noch? Also gut, wenn es darum geht, was mir auch zugesichert wurde vom Generalunternehmer, hier wird innerhalb von einer gesetzten Frist der Müll abgeholt. Wir können ja mal gucken, ob der Müll abgeholt wurde. Ich glaube, darüber mache ich mal ein Special-Video. Ja, Leute, ich kann das nicht mehr für voll nehmen. Ich kann nur noch drüber lachen, weil es so schier lächerlich ist. Und ja, das läuft auf eine komplette gerichtliche Aufarbeitung hinaus. Anders ist hier keine Lösung mehr zu finden. Ich bin es auch einfach leid. Wisst ihr, der Bau hier hat begonnen im März letzten Jahres mit der Gründung. Die Gründung von einem der besten Tiefbauer, die ich jemals hier kennengelernt habe, aus der Ecke. Regionales Unternehmen kann ich auch jedem nur empfehlen. Der baut, geht hin und sucht euch regionale Unternehmer, die vor Ort sind. Den kannst du dann auf die Finger klopfen, da kannst du abends vor der Haustür stehen und sagen, ja Moment mal, Karl-Heinz oder sonst wie er heißt, was hast du da gemacht? Wisst ihr, guck mal. Hier, die schaffen es noch nicht mal, eine Folie oben auf dem Ringanker aufzutragen, sodass die hält. Selbst das haben sie nicht geschafft. Dazu waren sie nicht in der Lage. Ist das ein Armutszeugnis, Leute? Ja, hier liegt auf jeden Fall Folie. Das kann gut sein, dass es heute Morgen dann war, dass sie die Palette da, diese hier und die da drüben stand, geöffnet haben, leergeräumt haben und dann die Steine nach unten gebracht haben. Ja, das ist gut möglich. Das ist realistisch. Hier auch eine offene Palette. Tja, Leute. Also wisst ihr, ich wollte einfach nur ein Haus. Ich wollte für meine Familie das Beste aus der schlechten Situation, in der wir uns in Deutschland befinden, halt einfach machen. Ich wollte nicht, dass so etwas hier passiert. Dass hier sowas geflickt wird, dass hätte man vorher richtig machen können. Man hätte hier in einem, ne, ihr kennt die Videos, guckt sie euch gerne nochmal an, wenn ihr neu auf dem Kanal drauf seid. Was willst du dazu noch sagen, dass das jetzt hier so vor sich hin rottet, auf Deutsch gesagt? Ich bin hier in einem großen, großen Investitionsbereich auch unterwegs und wohne jetzt trotz dessen und zahle ja einen Kredit parallel weiterhin meine Miete. Aber auch das möchte ich alles gerichtlich aufgearbeitet wissen, um zu erfahren, wie es hiermit ist. Und ich weiß, ich kenne das in Deutschland, Recht haben, Recht bekommen. Das ist eine schwierige Situation. Und natürlich ebenso auch, nackten Mann kannst du nicht in die Tasche greifen. Ich kenne diese Sprüche alle. Das ist uns allen bekannt. Nee. Nee, Leute. Ja, ich bin raus. Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid, wenn ihr über dieses Elend hier weiter informiert werden möchtet. Danke, bis zum nächsten und ciao.